Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Jawohl, Sie haben wieder ganz genau richtig eingeschaltet hier zur Schnäppchenjagd. Unsere 10-Euro-Überraschungsshow steht schon für Sie in den Startlöchern. Vielleicht wollen Sie noch das ein oder andere Deko-Highlight hier für Weihnachten shoppen, vielleicht auch noch Geschenke. Ich glaube, hier ist wirklich alles mit dabei. Und ich würde sagen, wir starten auch schon mal direkt und holen Diana mit dem ersten Paket auch schon mal direkt zu uns. Glauben war schon ganz richtig gesagt, weil wir wissen ja gar nicht, was auf uns zukommt. Ich würde mir Deko wünschen, aber ich glaube, mit Deko lagst du ganz richtig, wenn ich da mal reinlunze. Oh ja. Lunzen Sie mit uns hier in den Karton rein. So kam das gerade. Ja. Und das lässt, glaube ich, wirklich auf Dekoration schließen. Wir haben sogar zwei verschiedene Farben. Wir beginnen mit Schwarz. Mhm. Eine LED-Laterne mit einem realistischen Flammenspiel. Ah, ich kann die unten also einfach einschalten. Oh. Das ist Deko. Wow. Aber richtig schön hell. Guck mal. Du hast es. Gibst du, du hast schon mal gelunzt vorher, oder? Dabei sieht wirklich nach echte Flamme aus. Sehr, sehr schön. Ich glaube, Monika kennt diese Lampe. Das war auch in deiner Wohnung, oder? Ich habe bei dir das gesehen, auf dem Boden. Ja, stimmt. Also, ja, ich habe auch so welche zu Hause. Ich bin ja noch, bin ich auch richtig schwarz eingerichtet. Aber in der zukünftigen Wohnung bräuchte ich dann weiß. Also perfekt, dass wir hier beide Farben für Sie zur Verfügung haben. Ich finde das klasse. Einfach mal eine indirekte Beleuchtung, vielleicht auch so auf dem Balkon, wenn er vielleicht ein bisschen windgeschützt ist und wettergeschützt auf der Terrasse, aber natürlich auch gerade mal drin. Ja, die sehen überall schön aus. Die kannst du auf den Boden hinstellen, die kannst du auf den Tisch hinstellen, die kannst du auf die Fensterbank stellen. Wow. Hell. Ah ja, stimmt. Entschuldigung. Na dann, bitte schön. Meine Hilfe geht sowas nicht. Ah, aha, jetzt. Wow. Mega. Guck mal, Tracy, hast du schon solche Laternen bei uns gesehen? Nee, die sind so schön. Also egal, ob in schwarz oder weiß, die gefallen mir alle beide richtig gut. Ich finde, das sorgt natürlich für voll die schöne Atmosphäre. Das ist auch ein richtig schönes Licht. Und so eine Laterne, echt ganz, ganz schön. Schaut mal. Also ich finde das umso schöner, muss ich sagen, wenn es keine lummelige Kerze ist, die da drin steht. Weil oftmals hast du das Problem, du hast eine Kerze zwar drin in so einer Laterne, aber die flammt längst nicht so hell auf und manchmal verschwindet der doch dann auch so in dem Wachs. Ja. Da hast du gar nichts von, ne? Aber hier richtiges helles Flackern. Das hat nicht den Anschein, wie wenn da eine Kerze drin leuchten würde, sondern wirklich eine richtige Flamme. Ja. Das finde ich so schön. 21 LEDs der Laterne leuchten dynamisch auf. So ist das Lichtspiel kaum von einer echten Flamme zu unterscheiden. Mhm. Es gibt auch sogar noch eine Timer-Funktion, dass das Licht nach 6 Stunden automatisch aus und nach 18 Stunden dann wieder eingeschaltet wird. Finde ich auch noch perfekt. Voll clever. Ja, zum Beispiel, du machst das um 6, um 18 Uhr an, das leuchtet bis 0 Uhr und dann nächsten Tag um 18 Uhr geht schon wieder los. Wirklich sehr, sehr schön, sehr praktisch. Und ich finde, dass du könntest auch zum Beispiel 2 Stück auf dem Boden, auf dem Fensterbank, Balkon, das kann natürlich zum Beispiel auf dem Tisch stehen, das kann auch als Nachttisch beleuchten sein. Natürlich, sie können mischen, zum Beispiel schwarzen und weißen. Oder wahrscheinlich auch, dass schwarze passen zum Wohnzimmer mehr und für Küche oder für Schlafzimmer weiß. Also sie können natürlich kreativ sein, weil haben wir wie schwarzen auch die weißen, die kosten auch 10 Euro und weißen, ich finde auch sehr, sehr elegant, sehr, wirklich sehr stilvoll. Ne? Du musst da nicht drüber nachdenken, das ist das Schöne. Egal, wo du die hinstellst, funktioniert immer, egal ob schwarz oder weiß. Unterm das funktioniert Baum immer. Zum Beispiel. Ne? Egal, also das ist so einfach, ne? Aber hat so eine große Wirkung, weil diese Lichtakzente, finde ich, genial. Je mehr Lichtspots du hier und da verteilst, umso schöner und gemütlicher wird es auch dann. Und dieses Licht ist ja auch schon allein von der Farbe her, von der Farbgebung her, so ultra gemütlich. Das finde ich auch. Ich könnte mir das auch richtig gut im Schlafzimmer vorstellen, weil es einfach eine sehr schöne Atmosphäre schafft. Oder eben auch einfach im Wohnzimmer auf dem Tisch. Also mit diesen Laternen kann man perfekt das Zuhause schön dekorieren und vor allem auch sehr schön gestalten. Ich würde sagen, stilvoll trifft es hier ganz gut, weil die sind echt einfach mega schön. Und
Egal ob jetzt eben in schwarz oder weiß, ich finde, das passt einfach immer. Wir sind auch noch Strom- oder Steckdosen unabhängig, denn die Stromversorgung funktioniert ja mit Batterien. Also auch das praktisch. Die Bestellnummer für die schwarze wäre einmal die NX9606 und die 569. Und für die in weiß einmal die NX9607 und die 569. Und hier geht es auch schon direkt weiter. Gucken Sie mal. Oh, ein Mädel. Ja, für euch, Mädel. Das ist ja nett. Dankeschön, Becky. Mal für eine kleine Teepause. Danke dir. Great hier haben wir doppelwandige Gläser und direkt im Zweierset für 10 Euro. Die sind natürlich immer sehr stilvoll, gerade wenn man Tee reinmacht. Also ich finde, die sehen sehr, sehr schön aus. Ich lege ehrlich gesagt auch großen Wert darauf, dass man zu Hause, gerade wenn man Gäste hat, dass man einfach elegante Gläser hat. Und die sind wirklich sehr schön. Ja, ich glaube, dass nicht nur für Tee, auch das wird Latte Macchiato oder Cappuccino sehr, sehr gut aussehen. Oder zum Beispiel, Monika liebt auch Kakao. Könntest du auch so mit Sahne und Marshmallow so alles so dekorieren. Lecker. Also ich liebe schöne Tassen. Ja, ich habe schon auch neue Kaffeemaschine. Die ist schon alt mittlerweile. Nein. Doch. Was vier ist Monate. Alt? Ihre Kaffeemaschine. Die ist doch nigelnagelneu. Die hat sie bestimmt schon 2 Monate. Vier. Ja, sie ist nigelnagelneu. Aber ja. Ja, aber auf jeden Fall. Ich konnte sie noch nicht genießen. Ja, sie hat aber sich gereinigt. Auf jeden Fall, meine Kaffeemaschine macht sehr, sehr gute Latte Macchiato und Cappuccino. Und ich finde, in solchen Gläsern, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und wie viele Milliliter haben wir hier? 300? Wir schauen gerade mal nach, wie viel hier reinpasst. 380 Milliliter, das heißt perfekt gerade mal für ein Latte Macchiato. Ja, nicht das zu ist klein, nicht zu groß. Das ist wirklich perfekt. Ich liebe das, wenn du dir eine Tasse Tee machst mit so einem Teebeutelchen und du hast nicht nur 200 Milliliter oder so, sondern halt wirklich viel Fassungsvermögen hier, viel drin, sodass du auch viel aus einem so einem Teebeutel rausbekommen kannst. Aber das ist so raffiniert gemacht, wenn man sich das genau anschaut, wie schön dieses doppelwandige Glas hergemacht ist. Also sehen Sie das? Ich weiß gar nicht, ob Sie das sehen. Das ist wie so ein paar Etagen. Sehen Sie das? Das hat sogar noch Knicke. Haben Sie schon mal knickendes Wasser gesehen oder Tee? Das ist hier so konstruiert worden. Das ist so raffiniert gemacht. Das ist was ganz Besonderes. Ja, was mir daran auch wirklich sehr gut gefällt, ist die Form an sich. Die ist wirklich auch sehr, sehr schön. Und für 10 Euro bekommen Sie die direkt im Zweierset. Die Artikelnummer hierfür ist die NC2770 und die 569. Hier haben wir auch noch einen Kundenbeitrag von Christina. Sie schreibt, die Gläser machen was her. Schöne Form, habe es meiner Freundin geschenkt. Die hat sich sehr gefreut, hält die Getränke auch noch länger warm. Ja, das ist super. Super. Gerade bei so einem Tee, ne? Wenn du den mal länger am Schreibtisch stehen hast. Vielen Dank. So. Ich bin gespannt. Was haben wir denn? Einmal für dich. So. Was ist das? Ich sehe schon wieder, das ist Feuchtigkeitsmeter. Oder? Ein Hygrometer, richtig. Und ein Thermometer. Genau, die und zwar ein Außen- und Innenthermometer. Das heißt, einen Außensensor haben wir sogar auch noch im Lieferumfang mit dabei. Mit Funkaußensensor sind Sie hier ausgestattet. Das heißt, in der Reichweite von bis zu 60 Metern können Sie die Außentemperatur auch messen. Und das wird dann übertragen auf diese kleine Station, wo Sie dann nicht nur die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur innen ablesen können, sondern dann eben auch die Außentemperatur. Ich sehe hier gerade bei euch, da gibt es so einen Farbcode auch bei dem Hygrometer. Ja, wir sind bei Komfortzone. Also bei uns, das ist 59% Feuchtigkeit und 18% Temperatur. Celsius, ja. Ja, also guck mal, hier wunderbar, sehr mit Rot und Blau angezeigt, beide Temperaturen, beide Luftfeuchtigkeiten sogar, auch innen und außen. Kannst ja auch mal den Außensensor zum Beispiel in der Garage platzieren, ne? Wir hatten das Thema eben mit den Kühlschränken. Also damit Kühlschränke optimal arbeiten, sollten sie auch nicht in einem Raum sein, wo es besonders kalt ist. Ne? Kannst du damit auch mal gut kontrollieren.
Und ja, ist eine super Anzeige einfach. Speichert übrigens auch Minimal- und Maximalwerte. Perfekt. Das heißt, kannst immer auch mal gucken, wie war es denn jetzt in der Nacht und da die Tiefstwerte oder Höchstwerte dir nochmal anzeigen lassen. Eine super einfache Bedienung über 4 Tasten. Also das ist einfach nur richtig gut gemacht, muss ich sagen. Gerade die Reichweite von 60 Metern, dass sie jetzt hier für 10 Euro auch noch den Außensensor mit dabei haben. Genial. Kann man immer gebrauchen und für 10 Euro überlege ich doch nicht lang, ne? Ja, für Wäschezimmer, zum Beispiel Badezimmer, Kinderzimmer, sehr, sehr auch wichtig. Das sehen also wirklich. Oder zum Beispiel auch für aufs Nachtschränkchen. Sie sehen da nämlich auch Datum und Uhrzeit drauf. Haben Sie auch noch mit dabei. Also alle Informationen, die wir uns nur so wünschen können, um in den Tag zu starten oder rückblickend mal zu gucken, wie war denn der Tag oder die Nacht. Sehr gut gemacht. Für 10 Euro kann man da echt nicht meckern, muss ich sagen. Die ZX7411 und die 569 ist die Bestellnummer. Bestellen Sie sich das zu diesem Knallerpreis direkt nach Hause. Ich würde wetten, für so einen Thermometer und Hygrometer mit Außensensor bezahlen Sie andernorts viel mehr. Ja. So. So. Ui. Wow, wir haben unseren Preisalarm. Das bedeutet, dass Sie bitte hier nur maximal einmal pro Besteller zugreifen. Aber das lohnt sich meistens immer noch ein bisschen mehr, weil wir hier nochmal mit dem Preis extrem heruntergegangen sind. Und ja, wir haben hier ein Medizinprodukt, ein medizinisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit XL-Display und hat auch noch Speicherplätze, also speichert auch noch Ihre Werte. Das ist ja wirklich fantastisch. Moni, du kommst ja aus dem medizinischen Bereich, von Hause aus sozusagen. Als medizinische Fachangestellte, wie würdest du das denn bewerten, das Gerät? Ist doch super zu Hause zu haben, oder? Auf jeden Fall. Ich finde, das muss, wie gleich nach dem Fieberthermometer. Das ist ja auch so Standard, dass man da mal guckt. Aber vielleicht kennen Sie das auch. Manchmal fühlt man sich nicht so gut und dann kann man einfach mal selber kontrollieren. Und jetzt hier für 10 Euro finde ich fantastisch. Das meine ich. Das weil in der Apotheke, da kannst du 50 Euro mehr ausgeben. Locker, wenn das reicht noch nicht mal 50 Euro. Guck so, mal, Diana zeigt jetzt, wie das funktioniert. Ist das richtig so? Mache ich das jetzt auch so bei mir? Kannst du genauso machen, ja richtig. Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ja. Also misst den Blutdruck am Handgelenk. Wie gesagt, es gibt das auch für den Oberarm, aber das ist wirklich nochmal praktischer, das ist ja weil es viel fürs Handgelenk ist. Mhm. Okay. Also das kann ich einfach so mit Klett um. Sie haben den Blutdruck und eben auch den Puls hier auf einen Blick. Und ich bin mal gespannt, wie das bei Diana ist. Ich finde vor allem super diesen Farbcode an der Seite, dass ich die Ergebnisse auch direkt einordnen kann. Weil ich frage dich ja auch immer, wenn ich irgendwelche Messungen mache, ist das jetzt gut oder schlecht, Moni? Moni muss mir immer sagen, ist das jetzt gut oder schlecht? 107 mal 76. Oh, du bist richtig entspannt. Aber was zeigt das für einen Farbcode an bei dir? Grün. Ganz grün. Ja. Ah ja, super. Ja. Wir haben ja auch Kundenbeiträge, zum Beispiel die Bettina hat geschrieben, Preis-Leistungs-Verhältnis super im Vergleich zu den normalen Blutdruck-Oberarm-Messgeräten ist es eine große Zeitersparnis, wenn man wie ich den Blutdruck von meiner Frau und mir täglich überwachen und messen muss, jederzeit weiter zu empfehlen. Ja, das ist wirklich super. Ja. Auch super, dass du hier für zwei verschiedene Personen speichern kannst. Ne? Das ist super. Wir haben 60 Speicherplätze. Ja, es ist egal, welche Hand ich nehme. Ja, aber du musst aber andersrum. Das muss hier sein. Ach so. Ja. System mal. Und du hast auch noch ein Armbändchen. Auf jeden Fall, du musst auch in Ruhe sitzen. Du darfst nicht sprechen. Und das, ehrlich zu sein, das ist wirklich genial, weil meine Oma hat auch ein Gerät, aber du musst. Wie heißt das, Monika? Du bist Stethoskop. Ja, richtig. Und das ist wirklich schwierig. Zum Beispiel, ich könnte sowas nicht machen. Aber hier super einfach. Sie sehen alles selbst. Also automatisch geht dann Ergebnis. Und guck mal bei Tracy jetzt. Wir sind schon fertig. Und Puls zeigt noch. Ne? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Für Leute, die machen Sport oder du hast ein bisschen Kopfschmerzen. Sport. Jetzt auch. Wir haben solche Wetter. Du brauchst regelmäßig immer deinen Puls gucken und deinen Blutdruck. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also, und wir werfen natürlich hier mal einen Blick auf den Preis bei pöll.de und dort sehen wir, normalerweise sind wir bei 21 Euro und Sie bezahlen hier und heute nur 10 Euro. Es ist der Preisalarm.
es ist der Preisalarm, deshalb hier bitte maximal einmal pro Besteller zugreifen. Mit der NX 74, 67 und der 569 unser Handgelenk-Blutdruckmessgerät. Wie gesagt, sollte in jedem Haushalt mal zu finden sein, wenn man sich vielleicht einfach mal nicht wohlfühlt oder wenn sie auch viel Sport machen, auch super. Und das für 10 Euro, also ich bin richtig begeistert. Für 10 Euro, das ist echt der Wahnsinn. Muss in jedem Haushalt, haben Sie gehört, also zuschlagen. Mich stört das optisch, dass der Buzzer nicht mittig steht. Ja. Danke. Jetzt. Das ist, wie heißt diesen Ach Plan? Nein. Oh. Guck mal, Becky. Juhu. Ein Weihnachtsmann, oh, der kann cool. fliegen. Wir haben ja. hier einen selbstfliegenden Hubschrauber. Santa mit bunter LED-Beleuchtung. Das sorgt natürlich für sehr, sehr großen Spielspaß. Wir zeigen ihn uns gerade mal. So fliegt der Weihnachtsmann heutzutage. Der moderne Weihnachtsmann. Okay. Ja. Oh, so. Der sieht süß Sind Sie bereit? Aus. Und go! Hoppala. Oh. Guck mal bei mir. Juhu! Oh! So viele auf einmal. Das macht wirklich Spaß. Das Super Geschenkidee übrigens. Für 10 Euro. Das ist ein Spielzeug für ganze Familie, für klein und groß. Auch zum Beispiel, wenn Sie gehen draußen und dann ein bisschen dunkler, das sehen Sie, dass unser Weihnachtsmann hat Beleuchtung auch dabei. Also wirklich sehr, sehr schön. Hoppala, guck mal. Und du kannst spielen. Das ist auch für Kinder natürlich super und auch sie können mit ganzer Familie das spielen. Guck mal, wie schön. Guck mal, du kannst sie voll in Ruhe lassen. Ich bin schon Profi. Oh. Wow, sehr schön. Guck mal, aber der ist unermüdlich hier, der ist richtig fleißig. Oh. Nochmal, 1, 2, 3. Guck mal, wie... Wow, siehst du? Guck mal, aber der kommt schon wieder zurück. Oh, Wahnsinn, wie weit und hoch der fliegen kann. Diana kennt die ganzen Tricks, ne? Wow. Also unser Santa hier, der sorgt natürlich für großen Spielspaß. Das macht natürlich echt sehr, sehr viel Spaß und ist richtig cool. Die Artikelnummer hierfür ist die NX8210 und die 569. Hier habe ich auch noch einen Kundenbeitrag von Martin. Er schreibt, easy in der Anwendung und ein echter Eyecatcher. Also richtig toll. Oder eben Florian schreibt, ein spaßiges Teil, klare Kaufempfehlung. Das heißt auch für Sie, jetzt auf jeden Fall bestellen. Damit machen Sie die Kinder auf jeden Fall glücklich, egal ob für klein oder für groß. Ich glaube, das macht uns, hat uns allen richtig Spaß oh, gemacht. Ja. Das macht richtig Spaß. Der Weihnachtsmann, der kann jetzt einfach fliegen. Also ich glaube auch vielleicht für Ihre Enkelkinder jetzt auch im Adventskalender vielleicht eine super Sache. Nikolaus sollte auch nicht vergessen werden. Also am besten direkt hier bestellen. Stell dir vor, du holst das aus dem Nikolaus-Schuh, ja, aus dem das Stiefel. Ist cool. Stellt ihr noch Stiefel raus? Ihr habt niemanden noch mir zu befüllen. Dann wird er dann bestimmt schön nicht gefüllt. Ich glaube, ich habe es mal probiert. Aber ich kann es mal versuchen. Ja, probier's mal. Weil du holst allein, dann ja. ist es schwierig. Dabei habe ich so schön große Stiefel, weißt also, du? Über mich hat man sich letztens lustig gemacht, weil ich mir einen Feuerlöscher zur Hochzeit geschenkt, gewünscht habe. Und ich habe ihn gekriegt. Aber ich finde es wichtig, einen Feuerlöscher zu Hause wichtig. Zu haben. Ja. Wenn Sie haben zum Beispiel Kerzen zu Hause, Kamin, auf der Küche, ich glaube, muss auch einer sein. Und das ist auch sehr wichtig, Sie sollen gucken bei Ihrem Feuerlöscher, die Datum, das ja. auch, wenn das abgelaufen ist, das kann auch nicht funktionieren. Also auf jeden Fall extra am besten jetzt zu greifen. Das haben wir heute Preis 10 Euro. Mhm. Das ist wirklich genial. Im Auto, glaube ich, muss auch einer sein. Küche, wahrscheinlich auch der Kerzenzimmer und so weiter. Das auch könnte ein gutes Geschenk sein für Kinder zum Beispiel, für Tochter, für Sohn. Super. Und auch Bedienung auch steht hier alles auf die Flasche, oder? Ja, genau. Super klein und handlich. Den Sicherungsstift einfach ziehen, den Hebel drücken, zack. Also es ist relativ intuitiv. Ich habe ja eine Brandschutzhelferausbildung.
da habe ich das in groß geübt. Mhm. Ich war überrascht, selbst bei den großen Feuerlöschern. Also ich hatte da immer Respekt vor, aber es ist super einfach, selbst bei den großen. Bei dem hier umso einfacher. Aber das Schöne ist, wenn du den zu Hause hast, und deswegen schätze ich das so sehr, dass ich jetzt auch einen Feuerlöscher zu Hause habe, du fühlst dich viel sicherer. Mhm. Weil ich hatte einmal so einen kleinen Brand und da war ich total überfordert und habe dann gedacht, oh Gott, trittst du jetzt drauf mit meinen Hausschuhen, keine Ahnung, was da noch alles entflammen kann oder so. Also dann lieber direkt einen Feuerlöscher zur Hand haben, in der Wohnung strategisch geschickt platziert, beispielsweise in der Küche, dann sind sie vorbereitet. Oder zum Beispiel beim Grillen, wenn wir an den Sommer denken, oder auch im Wohnwagen ist es super platziert, hat uns Moritz H. aus Neufen nämlich berichtet, dass er den da platziert hat. Und die Rückstände, die sind dann auch leicht entfernbar. Das ist dann gerade für so einen kleineren Brand auch gut zu wissen, dass die Rückstände dann nicht irgendwelche Schäden dann nochmal hinterlassen. Gerade auch an Weihnachten würde ich den auf jeden Fall ins Wohnzimmer neben Kerzen, den Tannenbaum stellen oder generell die Kerzen. Ja. Ich glaube, das kann echt gefährlich sein. Auch der Adventskranz, wie oft liest man das in den Nachrichten, dass da irgendwie ein Adventskranz Flammen gefangen hat. Also da einfach absichern, für 10 Euro machen sie, glaube ich, alles richtig. Und ich glaube, der kann tatsächlich alles hier löschen, diese ABC-Beschriftung, richtig? Richtig. Feste Stoffe oder so? Also feste Stoffe, flüssige Brennstoffe und Gas, genau. Das meinte ich doch. Ja, weißt du gut Bescheid, Moni. Nee, aber ich fand es auch so faszinierend. Ich habe mal so eine Aufnahme gesehen, wie schnell tatsächlich so ein Zimmer ausbrennen kann. Ne? Also es geht ja wahnsinnig schnell. Wenn du Pech hast... Nee, wollen wir ganz nicht drüber nachdenken. Nee. Sie statten sich ja jetzt aus, ne? Für nur 10 Euro. Am besten direkt auch für Familienmitglieder mitbestellen. Sie sehen, der Preis liegt normalerweise bei 23 Euro. Jetzt aber bei nur 10 Euro ist kein Preisalarm. Mhm. Das heißt, da können Sie sich wirklich mal ausstatten. Gerne für jede Etage oder für jedes Zimmer eins. Ja. Für jedes Familienmitglied eins. Ich weiß, meine Mama hat immer... Ich habe letztens erst... bin ich ins Bett gegangen und dann sagt mein Mann so zu mir, die Kerze wolltest du jetzt die Nacht überbrennen lassen oder was? Ich so, nicht dein Ernst. Ich habe die Kerze vergessen auszumachen. Das kann richtig gefährlich werden. Ich bin froh, dass er es noch gesehen hat. Ne? Die PV 9150 und die 569 ist die Bestellnummer. Ja, dann machst du dir einfach mal so einen gemütlichen Abend und vergisst die Kerze auszumachen. Ja, das kann echt gefährlich sein. Oh, sieht ja schick aus. Aha. Was ist das, Becky? Ein Batterienorganizer. Ja, richtig. Ja. Woher weißt du das denn? Ich passe auf, wenn ich tolle Produkte in die Finger kriege. Wie viele Batterien passen dort rein? 96? Richtig, Becky. Ich habe einen Souffleuse auf dem Ohr. Ja. Ein mit Batterietester. Der Batterietester ist übrigens auch noch mit dabei. Oh, wollen das wir den mal testen? Ich habe auch so viele Batterien zu Hause, aber ich habe keine Ahnung, welche sind leer, welche sind voll oder vielleicht halb voll. Hier, Sie können natürlich alle so schön sortieren. Was hast du denn da? Die kommt weg. Leer? Ganz leer oder wenn das die ist noch ein bisschen am Leben, dann könntest du zum Beispiel Fernbedienung. Ja. Nee, die ist ganz leer. Ich teste mal eine nächste. Guck mal, ich kann ja auch kleine Batterien testen damit, ne? So eine Triple-A-Batterie. Wo hast du denn deine Batterien zu Hause aufbewahrt? Das könnte auch, in Schublade. Ja. Das ist so. Aber ich weiß nicht, warum, das ist so dumm, aber alle volle und so leeren, ich packe alles in eine Kiste. Ach, ich weiß nicht, warum, das ist wirklich dumm. Dann, das immer nimmt so viel Zeit, die alle zu suchen, welche dann die richtige ist. Richtig. Und natürlich jetzt, Batterie brauchen wir überall. Fernbedienung, Spielzeugen, Batterie. Die Kerzen auch, manche. Die ganzen Lichter, die man jetzt Kuchenwagen, auch hat. Kuchenwagen, Lichter. Wo brauchen wir noch Batterie? Eigentlich überall. Es gibt so viele Geräte, wo man wirklich auch Batterien einfach braucht. Da finde ich das auch ganz praktisch, denn so ist alles sehr aufgeräumt, strukturiert. Das liegt nicht einfach irgendwie herum. Man weiß ganz genau, welche Batterien man da hat, welche leer sind und welche man vielleicht wieder auffüllen muss. Das finde ich wirklich sehr praktisch.
Hier haben wir eine Button-Battery, das steht ja auch noch dran. Ne? Wenn es schon rot ist und du bei anderen Geräten die Batterie schon austauschen musst, kannst du die immer noch für so eine Button-Batterie, also für so eine Fernbedienung zum Beispiel nutzen. Mhm. Die brauchen ja nicht so viel Saft. Die Kiste sieht so cool aus. Die ist wirklich toll. Guck mal, wie viel da reinpasst und alles super aufgeräumt und strukturiert. Dieser Koffer ist auch voll hochwertig gemacht. Ne? Der hat ja so ein Hardcover. Total super. Ja, innen aus hochwertigem und wasserfestem Material. Und dort passen 48 Typ AA und 48 Typ AAA Batterien rein. Und natürlich noch der Batterietester, also besser geht's ja gar nicht. Bestellen Sie mit der ZX84, 77 und der 569. Das ist super für 10 Euro. Ja. Kann man echt gut gebrauchen. Ja. Vielen Dank. So. Küche. Küche? Cool. Mhm. Meinst du, was ist das? Oh ja, wir haben hier ein Zweierset Essig und Öl Pumpsprühflasche. Und vor allem, wenn man sprüht, haben wir da was drin. Schade. Es ist sehr, sehr fein. Also es sprüht sehr, sehr gut, sehr fein. Da kann man natürlich Öl reinmachen oder einfach Essig oder auch Balsamico. Und wenn man das dann aufs Essen sprüht, dann verteilt sich das so ganz fein. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, fein ist das Stichwort. Ne? Leider können wir es nicht demonstrieren. Uns wurde das Wasser hier wahrscheinlich absichtlich rausgenommen. Ich glaube auch. Damit wir nicht eine Wasserpistolenschlacht draus machen. Das sind nämlich nur wir Mädels hier. Das ist gefährlich, das stimmt. Das ist wirklich gefährlich. Ja, aber hier sehen Sie das mal, diese Anwendungsvielfalt. Das sollte man unbedingt zu Hause haben. So ein Spiegelei zum Beispiel einfach mal besprühen oder eine Pfanne einsprühen gleichmäßig. Ja. Da musst du nicht warten, bis das Öl warm geworden ist und dann mit der Pfanne so hin und her schwenken, sondern einfach nur besprühen. Und für uns Mädels normalerweise, wenn du nutzt normales Öl, du willst nur auf eine Flasche so ein bisschen auf die Pfanne kriegen und das kommt immer, ich weiß nicht, bei mir noch zu viel, 2 Liter. Ja. Hier, du kriegst wirklich nicht so viel, das ist auch für uns schön. Jetzt Winter kommt, wir essen viel zu viel, wir bewegen uns nicht so viel und dann wahrscheinlich hier kriegen wir nicht so viele Kalorien beim Kochen. Ja, bitte? Weißt du, was mich immer nervt an diesen Ölflaschen? Die sind immer irgendwann voller Öl, außen nämlich auch. Ja. Das passiert dir hier nicht. Ja. Weil du ja nicht schütten musst, sondern du sprühst nur. Das heißt, das Öl läuft hier nicht die Flasche runter. Das ist mal eine feine Sache. Mhm. Immer überall, wo sie die Ölflaschen oder Balsamico-Flaschen oder was auch immer es ist, stehen haben im Schrank, hast du dann unten diesen Rand. Musst du immer wieder nachwischen. Ist auch sowieso nicht ganz so schön, wenn du dann so eine Ölflasche rausnimmst. Welches Öl benutzt ihr meistens? Olivenöl. Das war's? Noch was? Avocado zum Beispiel. Mhm. Gibt's Avocadoöl? Ja, sehr lecker. Wofür? Ich finde halt, das Tolle daran ist einfach, dass halt sehr fein Sprühnebel hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel seinen Salat mal einfach ganz leicht und dosiert besprühen will, dann funktioniert das ganz fein. Ja, das stimmt. Avocado, Sesamöl. Leinenöl ist auch richtig gesund. Wofür benutzt du Avocadoöl? Ja, für Salat. Für ihr Gesicht. Sehr, sehr lecker. Nein, keine Ahnung. Und natürlich Essig, natürlich den Balsamico, dann Essig, Weißessig, dann kannst du auch diesen roten Essig auch nutzen. Also so viele Sachen, bis 5-mal können Sie heute bestellen. Wirklich sehr, sehr praktisch. Und auch, du sparst den Öl, ne? Du sparst wirklich, weil du musst das nicht so viel dann drücken. Super. Also ich finde dieses Produkt wirklich genial. Vor allem, es sieht auch sehr schön aus, einfach mal auf dem Tisch. Wenn man Essen hat, kann man das ganz schön auch einfach stehen lassen. Und das bekommen Sie heute für nur 10 Euro im Zweierset. Die Artikelnummer hierfür ist die ZX63. 87 und die 569. Ja, das war sie, unsere 10-Euro-Überraschungsshow. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie auch weiterhin dran. Viel Spaß!